herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build Heroikos. Ich bin diesmal alleine, weil Richie leider nicht da ist und Tim auch nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Ihr bekommt ja trotzdem euer Video. Wo fange ich an? Wir haben diese Woche leider nicht sehr viel geschafft, wegen ganzen Arbeiten, Stress und sowas, und wir sind eine ganze Menge neue Videos für euch am Planen. Und deswegen blieb nicht so viel Zeit für Heroikos übrig. Deswegen haben wir jetzt wenig gebaut, aber ihr habt euch ja gewünscht, dass wir euch mal das Gesamtbild der Stadt zeigen. Und das werde ich dann später noch machen. Wir befinden uns hier bei dem Gefängnis. Das sieht man da so ein Stück. Die Karte lädt leider nicht weiter. Ist eben so. Und rechts von uns sehen wir die Brücke, die wir euch im letzten Video gezeigt haben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch auf die Straße. So, auf die richtige Spur. Und dann porten wir uns einfach mal nach hier hinten. Oder nee, wir fliegen, dann haben wir mehr Zeit zum Reden. Ja, hier lang. So, auf jeden Fall, ihr habt euch ja in einigen Kommentaren gewünscht, dass wir mal eine Eisenbahn bauen, einen Bahnhof. Und die Eisenbahn, die Züge müssen ja nachher auch über irgendwas fahren. Und da wir überall Brücken haben, da wir überall Flüsse um unsere Stadt rumherum haben, brauchen wir natürlich auch eine Eisenbahnbrücke. Und das ist das, was ihr in dem Video heute sehen werdet. Eine Brücke für die Züge von dem Teil der Stadt in den neuen Teil der Stadt, wo dann später die Skyline hinkommt. Die kommt dahin. Und da sieht man noch das Gefängnis. Da hinten, wo die Map jetzt nicht lädt, da ist der alte Stadtteil, wo ihr schon alles kennt. Da hinten ist leider noch nichts. So, ja, jetzt erstmal, das ist die Brücke. Wie gesagt, wir haben leider nicht so viel geschafft. So viel steht schon. Fehlen eben noch an den Enden die Anschlüsse. Ich fliege jetzt einfach mal näher ran. Falls ihr euch wundert, wieso das ganze Ding aus Cobblestone ist, wir arbeiten mit einem anderen Texture Pack und da sieht das Ganze dann etwas anders aus, etwas besser, meiner Meinung nach. Aber da müssen wir noch klären, ob wir das Texture Pack für die Videos benutzen dürfen. Das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen erstmal mit dem von Texture Pack von Honeyball, Minecraft. Und da sieht das Ganze eben so aus. So. Oh, jetzt haben wir hier. Regnet es auch noch? Eieiei. So, dann mache ich auch gleich noch Tag. So, können wir gut arbeiten. So sieht die Brücke dann, wir fahren jetzt mal hier so in der Mitte lang. So sieht die Brücke dann innen aus. Vielleicht kommen noch ein paar Lampen dazu, muss ich mal gucken. So sieht sie von innen aus. Und jetzt, wenn wir am anderen Ende rauskommen, dann mache ich mal Nacht. Und wie ihr seht, die Brücke hat ja überall ein paar Lampen. Und das hat ja auch seinen Sinn. Ne? So, Time Night. So sieht die Brücke dann bei Nacht aus. Unten die Schienen sind beleuchtet. Was heißt, die Schienen sind beleuchtet? Ja, doch, so ein bisschen. Und der höchste Punkt auch, damit man das auf jeden Fall sieht. Und am Ende, die Türme sind auch beleuchtet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das im letzten Video schon gezeigt habe. Und zwar, die Brücke hier ist auch beleuchtet. Da in der Mitte so. Weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Obwohl, eine kleine Sache gibt es noch, die wir noch gemacht haben. Und zwar versuchen wir, den Teil hier der Stadt... Na, wieso klappt es nicht? Oh, X... den Teil der Stadt an den restlichen Teil anzuschließen. Und wir haben ja letzte Woche schon gezeigt, hier ist eine Straße. Von der Brücke runter geht die dann hier hinten als weiter. Ups, jetzt bin ich zu weit. In den Tunnel rein. Den haben wir ja letzte Woche schon gezeigt. Und wenn wir jetzt hier rechts vorbei... Hier um die Ecke, dann seht ihr hier, kommt schon die Straße an.
Das heißt, wir haben jetzt fast angeschlossen, fehlt nur noch da vorne um die Ecke. Oh, cool. Bisschen verbuggt der Server, deswegen sieht man jetzt von hier die Brücke ganz cool. Ja, normalerweise sieht man das nicht, leider. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie umgestellt bekomme. Und hier ist dann der Anschluss zur Altstadt, dem Stadtkern. Jetzt soll ich hier gerade ausfliegen. Hier geht es den Berg runter. Und hier sind wir dann bei der Einkaufsstraße und dem Gebäude, was immer noch keiner erraten hat. Es war, ein Vorschlag war, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber es hat noch immer noch keiner erraten, was das hier ist, was das wird. Also, ratet noch ein bisschen weiter. So, das, ich porte mich nochmal schnell zur anderen Brücke, die neu ist. Das war's dann nämlich schon hier aus der Stadt. Und jetzt zeige ich euch, habe ich euch ja versprochen, mal ein Gesamtbild der Stadt. So, Moment, nochmal kurz die Brücke zu sehen. So. Jetzt zeige ich euch ein Gesamtbild der Stadt. Und zwar haben wir hier einmal von oben den Blick auf die Stadt. In der Mitte seht ihr den Stadtkern, da das Theater und das neue Gebäude, was wir da hingesetzt haben, den Park, den ihr auch schon kennt. Ja, genau, den Park, den ihr auch schon kennt. Und dann links oben in der Ecke seht ihr das Hotel mit dem Strand, mit dieser riesigen Anlage davor und rechts davon dann die Kathedrale. Rechts oben die beiden Brücken, die ihr in den letzten beiden Videos gesehen habt und auch das Gefängnis. Ja, das ist erstmal so ein Blick von oben auf die Stadt und jetzt hier seht ihr die Stadt aus einer anderen Perspektive. Das haben wir jetzt mit einem anderen Programm aufgenommen. Und zwar ja in 3D. Wieder hinten links diesmal die beiden Brücken und in der Mitte eben der Stadtkern. Jetzt seht ihr auch schon, dass das Ganze echt riesig wird. Die ganzen grauen Flächen, vor allem die da hinten am hinteren Bildrand, die werden auf jeden Fall noch gefüllt und links in der Ecke, wo bis jetzt nur Wiese ist, da kommt auf jeden Fall auch noch was hin. Ja, und rechts unten seht ihr das Hotel und dahinter, verrate ich euch jetzt einfach, da sind schon die angefangenen Sachen. Also wir haben, wie wir ja fast in jedem Video erwähnen, schon Sachen angefangen. Aber die sind eben noch nicht fertig und deswegen auch noch nicht in der Stadt. Ja, das war's dann für heute. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Build Heroikos. Bis dahin, tschüss.